Eine Munition, die Säureschaden verursacht, ist jetzt allein im Inventar verfügbar. Scanne Gegner mit deinem Fokus, um herauszufinden, ob sie säureanfällig sind. Gegner mit Säure zu treffen, baut ihren Korrodiert-Zustand auf. Sobald dieser Zustand aktiv ist, nimmt die Rüstung deines Gegners Schaden über Zeit und der Widerstand gegen Schaden ist geringer. Triff Säurekanister mit Säurepfeilen, um sie zu sprengen und eine große Element-Explosion auszulösen. Okay, warte, ich hatte doch hier... Huch! Ein Spulenplatz wurde für eine deiner Waffen freigeschaltet. Spulen können für Waffen ausgerüstet werden, um deren Leistung zu verbessern. Tippe Viereck an, wenn deine Waffe in deinem Inventar angezeigt wird, um ihre Spule zu modifizieren. Gehen wir mal ab ins Inventar. Ah, wir haben noch keine Spulen. Das meintest du mit Spulen, alles klar. Jetzt bin ich auch dabei. So. Wait, unser Notizbuch. Die Map ist wieder... Alter Schwede, ist wieder ziemlich groß, ne? Eieieiei. Biografen, da haben wir jetzt... Petra. Das könnte hilfreich sein. Jetzt muss ich noch Erend finden und mit ihm die Dornrücken erledigen. Ja, ich glaube, der eine Charakterplatz, der da frei ist, ist Erend. Erend. Da, neue Quest. Warte, das ist ein Händler, ne? Ich will den Arbeiter nicht begrüßen. Dürfte ich... Ach, leg mich doch am Arsch. Huch, das ist dein Vorrat. Er kann in jeder Siedlung, aber auch in vielen anderen Orten auf der Welt gefunden werden. Wenn du Objekte aufsammelst, die nicht mehr tragen kannst, werden sie stattdessen in deinen Vorrat geschickt. Von dort aus kannst du Objekte individuell zurückholen oder deine Ressourcen aufladen, indem du Kreis gedrückt hältst. Durch das Verbessern deiner Beutel an der Werkbank kannst du deine Tragekapazität erhöhen. Ich will meinen Vorrat eigentlich nicht öffnen. Ich hätte gern einen Händler. Also einen Händler, der auch mit mir spricht. Fast bereit zum Aufbruch? Hi. Gehe ich halt so rein. Kann ich jetzt nicht mit dir handeln? Nee, ich leck mich doch am Arsch dann halt nicht. Mann, ey. Kann man die Fässer wieder kaputt machen? Nee. Entschuldigung. Huch. Nee, da geht's nicht rein. Ich dachte da gerade, da geht's rein. Das war ein Pfosten, meine Freunde. Hallo. Ja, das bist schon du. Okay. Mildurf. Hallo, Mildurf. Hey, Mildurf. Mildurf. Letztes Mal in der Wildnis hatte ich einen Topf von dir dabei. Der hat mich stark gemacht. Ich hätte wohl sogar einen Läufer überrennen können. Das ist schön für dich. Klingt, als ob du hier ganz erstaunliches Essen servierst. Ah, du auch noch? Ja, du kannst den Rabatt haben. Aber komm später wieder. Ich glaube, du verwechselst mich mit jemandem. Arvind schickt dich nicht? Nein. Oh, Entschuldigung. Naja, seine Schergen drangsalieren mich dauernd. Und jetzt ist auch noch meine Spezialpfanne hin. Ich stecke mitten in einer Krise. Könntest du mir einfach sagen, was du willst? Etwas zu essen? Natürlich. Hehe. Machen Albans Leute dir Probleme? Oh ja, sie wollen immer nur das Beste. Aber mit der Ausstattung hier kann ich meine Gerichte einfach nicht in großen Mengen kochen. Und von ihrem rechtmäßigen Albant-Rabatt will ich gar nicht erst anfangen. Und wenn du dich weigerst? Ich mache Essen, keinen Ärger. Wie bist du in Kettenkratz gelandet? Ich hatte von einer neuen Stadt am Rande der Grenze gehört. Wo eine Stadt ist, ist eine Taverne. Und ich brauchte Arbeit. Also kam ich hierher und fing an zu kochen.
Manche Leute hier hatten noch nie einen ordentlichen Eber-Bären-Eintopf gegessen. Naja, und ehe ich mich versah, kamen sie immer wieder. Wegen des Essens. Oder des Biers. Dein letzter Kunde meinte, dein Essen habe ihn in der Wildnis stark gemacht. So etwas könnte ich auch gebrauchen. Ich wäre dir wirklich gern behilflich. Besonders, weil du den Anstand hast, höflich zu fragen. Aber? Aber meine geliebte Spezialpfanne ist hin. Ohne sie kann ich meine Spezialitäten nicht kochen. Wer weiß, was passiert, wenn ich Arvind oder seine Schläger abweisen muss. Selbst wenn ich die nötigen Zutaten schon hätte, könnte ich nichts tun. Es sei denn, du könntest mir einen Ersatz besorgen. Was brauchst du denn? Als Zutaten? Ein paar Stücke ordentliches Wildfleisch und Bitterkrautstängel. Ein Handvoll. Das war's. Und als Pfanne reicht notfalls vielleicht eine gewellte Metallplatte, bis ich mir eine neue besorgen kann. Du findest sicher eine in einem Wühlerhaufen, wenn du dem Fluss nach Nordosten folgst. Keine Sorge, ich mach sie sauber. Das Wildfleisch und Bitterkraut zu besorgen wird kein Problem sein. Deiner Kleidung nach kennst du dich mit Jagen und Sammeln ja aus. Danke, Milduff. Ich halte Ausschau. So hört sich also Dankbarkeit an. Und du lässt dich nicht herumschubsen, okay? Wenn du meinst. Ich mag Milduff. Aber ich habe ja eigentlich schon alles, oder? Ah, sei gegrüßt. Wie läuft die Suche? Also das... Okay, ich hab doch noch nicht alles. Ich sollte dann mal los. Upsi. Das ist speziell an der Spezialpfanne. Die ist anti-Papp-behaftet. Beschichtet. Aufträge. Oh, noch drei Wildfleisch. Okay, ich brauch noch Wildfleisch. Dann muss ich hier wieder raus. So. Weil Wildschweine laufen hier vor den Toren doch relativ viele herum. Das war das falsche Tor, aber ist egal. Einfach rein. Ich habe heilende Wasserpflanzen? Geil. Was bist du? Du bist grün. Flussblüte. Interessant. Nehme ich gerne mit. Die war grün. So. Wildschweine. Alles haben, was ich Tito nagefest, ist sowieso bei Horizon. Ich kletter mal da hoch. Vielleicht habe ich von da oben einen besseren Blick. Und sehe irgendein Wildschwein hier unten rumfleuchen. Ja, nicht so, ne? Vor allem, wenn jetzt sowieso alles in den Vorrat kommt, ja eben. Ist ja gar kein Thema mehr. Finde ich mega gut jetzt. Das war so ein kleiner nerviger Punkt im ersten Teil. Dass du die Sachen nicht einfach lagern konntest. Ich glaube, ich kann diese Klippe hochklettern. Ob oben wohl was Interessantes ist? Ach, da ist das Fragezeichen. Hallo. Oh Mann, ey. Aber ich kann auch da auch nicht einfach dann... Ich habe gerade ein Wildschwein gehört. Na toll. Okay, zwei noch. Geht. Mal schauen, ob ich meine Erfolgssträhne, was Wildtiere töten angeht, fortsetzen kann. Darin war ich nämlich echt gut im ersten Teil.
Könnt ihr Alice fragen. So, einmal Kräuter sammeln. Aber ich bräuchte halt ein Wildschwein. Wir haben Wildschwein gefunden. So, das sollte genug Wildfleisch für Mildoch sein. Sehr gut. Aber ich will jetzt trotzdem noch die Klippe hoch. Oh, hoppala. Kann ich hier hoch? Ich kann das hier von hier unten aus looten. Perfekt. Kann ich aus dem Vorrat nehmen, wenn ich es brauche. Aber wie komme ich denn jetzt hier hoch? Ich kann ja hier nicht einfach... Doch, gar nicht. Da war der Kantenmaler aber nicht. Das ist unfair. Ich kenne das nur mit dem Kantenmaler. Aua. Hey. Das ist ein kleines Vorratslager. Ach scheiße, das Unbekannte ist da drüben. Ach Mann, ich bin auf der falschen Seite. Kacke. Langsam runtergehen. Au. Entschuldigung. Ging etwas schneller als gedacht. Aber ich glaube, ich kann jetzt auch meinen Beutel upgraden, weil ich Wildschweinknochen habe. Ich meine, es waren Wildschweinknochen, die ich gebraucht habe. Aber wir gehen erstmal das Fleisch. Weil ist so viel zum Thema langsam runtergehen. Ich kann halt nicht langsam. So. Runde. Halt, erst wollte ich das wegbringen. Das war hier oben und dann da rein, ne? Ja. So. Ach, begebe dich zur Wühlerposition, aber ich habe schon alles. Ah, sei gegrüßt. Wie läuft die Suche? Ich habe noch nichts alles. Also das. Ah, verdammte Kacke. Gut. Oh Manu. Halt. Entschuldigung. Muss ich ja doch dahin, aber ich dachte, ich war da schon. Und ich hätte die Sachen schon geholt. Entschuldigung. Neuer Nahkampfplatz ist so. Bin, glaube ich, jetzt zur falschen Seite raus. Ach, guck mal, auch eine Quest. Was willst du denn, Arvind? Eine Art Bezahlung? Mein werter Magistrat. Glaubst du, ich bin käuflich? Wenn du willst, dass die Pfeife ertönt, müssen eure Soldaten nur die Dornrücken ausschalten und das Konzessionsdekret unterzeichnen. Sieh's ein. Welche Wahl bleibt euch denn? Hallo. Retterin, der Zeitpunkt ist perfekt. Könnten wir eine für das Sonnenreich wichtige Angelegenheit besprechen? Können wir. Später. Sehr gut. Ich werde warten. Also, die Retterin selbst. Derwals Bezwingerin, Helis Schächterin. Vielleicht. Ich habe viel von deiner Schönheit und deinem Heldenmut gehört, mutige Kriegerin. Olvund Freihalter. Stets zu Diensten. Und was hat dich von den feinen Stoffen und Weinen Meridians an diesen Schandfleck einer Siedlung verschlagen? Deine Aufmerksamkeit als Retterin wird sicher anderswo benötigt. Es geht um die Gesandtschaft. Die Gesandtschaft? Wieso bei der Schmiede? Ah, unterwegs in einer wichtigen Sache. Das heißt wohl, dass du weiterziehst. Sobald ich alle Probleme beseitigt habe, die meine Aufmerksamkeit als Retterin erfordern. Ah, die Dornrücken natürlich. Du musst sie beseitigen, wenn du willst, dass die Gesandtschaft stattfindet. Also, fang besser an, hm? Dann mal los. Nicht so schnell.
Du hast wohl keine hohe Meinung vom Magistrat. Nun, ich weigere mich, gute Miene mit fein gekleideten Bürokraten zu machen, während meine Mitarbeiter schikaniert, eingeschüchtert und ausgenutzt werden. Wie nobel von dir. Nobel? Ha! Ich wurde mit dem Hammer in der Hand geboren. Mir hat niemals irgendwer einfach etwas geschenkt. Was ich erreicht habe, habe ich allein geschafft. Und wo ist der Hammer jetzt? Die Bürde der Führerschaft zwang mich, ihn beiseite zu legen. Die Karja riskieren nichts, verlangen aber, dass gute Osaram ihr Leben aufs Spiel setzen. Jemand musste aufstehen und sagen, ohne uns! Du hast den Arbeitsstopp befohlen? Ja, das habe ich. Wir sind Arbeiter, keine Soldaten. Solange die Karja ihr Chaos nicht beseitigen und uns geben, was uns zusteht, riskiere ich keine Osaram-Leben mehr. Was euch zusteht? Du meinst ein Konzessionsdekret. Es ist nicht mein Dekret. Es ist im Namen all der guten Osaram-Arbeiter dieses Landes, die all die harten Arbeiten verrichten, während nur die Karja daran verdienen. Wir wollen nur die Möglichkeit, an dem Wohlstand teilzuhaben. Ein Land, das jedem das gibt, was er investiert hat. Gut. Und wie hoch wäre dein Anteil? Nur so hoch, dass er meinem Beitrag in dieser Gemeinschaft entspricht, natürlich. Wenn Kettenkatz auf Karja-Land liegt, sollte ein Karja-Anführer sein. Wie kommst du dazu? Durch die Unterstützung lauter guter Osaram, natürlich. Denkst du, ein Karja könnte diese Unternehmung anführen? Ha! Der Magistrat schafft kaum den Weg von Fahrlicht hierher, ohne Schrauben zu verlieren. Also hast du keine echte Autorität. Die Leute folgen dir nur, weil du es sagst. Laut genug. Jeder, der Anhänger hat, hat Autorität. Ich war von Beginn an in Kettenkratz. Ich meine, ich bin praktisch sein Gründer. Und die ehrlichen Bürger wissen, dass ich unverzichtbar für Erfolg bin. Du sagst, du hast Kettenkratz gegründet? Irgendwie bezweifle ich das. Praktisch gegründet, habe ich gesagt. Ich allein habe sein Potenzial gesehen, als es nur ein paar Zelte im Schatten von Fahrlicht war. Ich habe in die Mine investiert, Freunde überzeugt, das auch zu tun, und hier sind wir. Man könnte sagen, dank mir ist Kettenkratz das, was es ist. Oh, dann stehst du nicht einfach nur rum und profitierst von allen anderen? Keineswegs. Klar, ich hole mir hier und da etwas für meine Investitionen zurück. Aber mein oberstes Interesse gilt wie von Beginn an dem Wohlergehen all dieser ehrlich arbeitenden Osaram. Wo ist die Pfeife? Direkt in der Stadtmitte. Aber angesichts der Bedrohung da draußen riskiere ich keine unschuldigen Osaram. Ich werde die Dornrücken ausschalten. Danach wird sich dieses Tal verändern. Wenn es erforderlich ist. Bis dahin sorge ich für die Sicherheit dieser ehrlichen Leute. Sei nur bereit zum Pfeifen. Mal sehen, was der Karja-Magistrat wollte. Er sagte, er sei in der Taverne. Ich merke gerade, dass ich mich nicht mehr konzentrieren kann. Und das will ich dem Spiel irgendwie nicht antun. Deswegen glaube ich, machen wir hier für heute Schluss. Weil ich habe dem jetzt tatsächlich überhaupt nicht zugehört. Weil ich will... Von Spielstand neu laden. Ich würde gern speichern. Kann man hier einfach speichern? Wobei da drüben ist auch irgendwo ein Lagerfeuer, ne? Wir gehen noch kurz zum Lagerfeuer. Das ist ja da irgendwo. Vielleicht ist auch ein... Ist nicht in... Wer ist Kettenkratz? Auch ein Lagerfeuer? Ist doch bestimmt ein Lagerfeuer. Bist du bereit? Wir brauchen die letzten Vorräte. Und wann haben wir die? Keine Ahnung. Ich muss nochmal nach. Weil hier... Entweder bin ich doof oder. Ja, mach das. Unvorbereitet loszuziehen, schreit ich. Oh, jetzt habe ich einen Screenshot aufgenommen. Entschuldigung. Ich will es nicht riskieren, einfach zu beenden. Ohne wirklich sicher nochmal gespeichert zu haben.
Aber keine Ahnung, ob sie irgendwo nicht ein Feuerzeug, Lagerfeuer gibt. Oder ob ich jetzt wirklich kurz zurücklaufen muss. Doch da! Wusste ich's doch. So. Gespeichert. Jetzt beenden wir das Ganze.